Hörst du noch nicht auf, Snout? Du kannst mich schlagen, aber reden werde ich doch. Geschenke! Gebracht, einen Menschen zu schaffen, der nicht existiert, außer in meinem Gedächtnis. Und dies so, dass ihre Augen, ihre Bewegung, ihre Stimme... Sprich weiter, Chris. Sprich weiter. Dann folgt daraus, dass er in uns lesen kann wie in einem Buch. Dass er sich mit uns verständigen könnte, wenn er wollte. Natürlich. Ist das nicht selbstverständlich? Nein, es geht mir nicht um den gebrechenbehafteten Gott irdischer Glaubensvorstellung. Es geht mir um einen Gott, dessen Unvollkommenheit seinen wesentlichsten innewohnten Zug darstellt. Das ist ein krüppelhafter Gott, der immer mehr begehrt, als er kann, sich das nicht sofort klar macht. Der die Uhren konstruiert hat, aber nicht die Zeit, die sie abmessen. Naturgefüge und Mechanismen, die sollten bestimmten Zielen dienen. Aber sie wuchsen über diese Ziele hinaus und verrieten sie. Und er hat die Unendlichkeit geschaffen, die von dem Maß seiner Macht, das sie hätte sein sollen, unendlich zum Maß seines grenzenlosen Versagens geworden sind. Komm, Snout. Eine derartige Religion kenne ich nicht. Snout! Vielleicht entsteht eben dieser krüppelhafte Gott irgendwo im Winkelwerk der Galaxis. Und in Anwandlung jugendlicher Trunkenheit fängt er nun an, die einen Sterne zu löschen und die anderen anzuzünden. Und wir bemerken das dann nach einiger Zeit. Nee, du, das haben wir schon bemerkt. Oh,